Ein Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, ich befinde mich hier gerade in der schönen Stadt Cross genannt. Und ja, ich habe ja gesagt, ich begebe mich nach hier, um dort die Templer-Mission mit euch zu machen in diesem Part. Und das habe ich auch gemacht, habe das erkundet und das Nachbarstädtchen auch. Habe ein paar noch Schiffe überfallen. Mittlerweile kann ich die Fregatten anscheinend sehr gut plündern. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn man in der Story voranschreitet, dass dein Level vom Schiff auch steigt und der Schaden generell, weil die Schiffe, da wird jetzt nicht mehr das Fregattenlevel in Rot angezeigt, sondern in Grün, glaube ich, Grün oder dort müsste sein. Und ich komme ganz gut gegen die klar jetzt mittlerweile. Das werdet ihr auch nochmal sehen. Und nun ja, auf jeden Fall, hier ist die erste Templer-Mission für alle, die es jetzt nicht komplett auf der Karte gesehen haben. Hier ist die erste Templer-Mission, könnt ihr ja gucken, wenn hier bei euch Havanna ist. Könnt ihr dann hier so runter, dann ist das hier. Naja, okay, gut, wir machen auf jeden Fall erstmal die Taino-Assassinen. Oh, Hallöchen. Okay. Oh, ruhig, Melanie. Ich dachte nur, ihr braucht Hilfe. Warum? Was ist euer wahres Motiv? Oh, was ein knappes Outfit. Euer Name stand auf einer Karte. Und ich habe sie einer Bande Templer verkauft, aus Versehen. Wir alle machen Fehler. Typisch, uns einen Templer-Dolch in den Rücken stoßen und sich dann als Retter aufspielen. Seht, ich mache es wieder gut, Lady. Außerdem suche ich einen Schlüssel. Ich dachte, ich helfe euch. Und dafür behalte ich den Schlüssel, wenn ihr... Gut. Ihr seid beleidigt. Ich gehe. Wir fordern euch zur Jagd heraus. Sammelt mehr heute als wir und ihr gewinnt. Leicht. Abgemacht. Ich komme gerade nicht auf deren Outfit klar. Okay, gut. Was sollen wir jetzt machen? Edwards Beute, Opias Beute. Okay. Und dann auf. Nach hier hinten. Oh nö. Ich hab ne Idee. So, geht doch. So, Pistolenmunition verschwende, aber bevor ich mit dem Viech hinterher renne. Lasse ich das lieber. Und ich sehe da auch schon gleich ein Viech. Das ist unfair. Hey! Wer hat die das gemacht? Unfaire Sache. Oh, die hat schon zwei. Nicht fair. Och, Menno. Da hinten ist eins. So. Jawohl. Jetzt ist wieder Gleichstand. Doch, doch, glaub mal. Und nächster Pistolenschuss. Meins. Ach, der hat auch schon drei. Das ist nicht fair. Ich muss ja immer an die Ben & Jerry's Werbung denken. Ich habe das erst noch nie gegessen, weil ich das eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so lecker finde. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gegessen. Könnt ihr mir mal sagen, ob das wirklich so gut schmeckt? Aber ich bevorzuge lieber so eine richtige Eisdiele, wo das richtig lecker schmeckt und nicht so ein Zeug aus der Verpackung. Was zum... Wow. Krass. Weißer Jaguar. So. Hallo, du weißer Jaguar. Häuten wir dich mal. Ein weißer Jaguar. Guter Fang. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Wir nehmen eure Hilfe an. Wobei? Seht. Fregatten? Warum? Gibt es dort irgendwas außer Fisch? Nein. Das sind eure Templer. Ihr habt ein Schiff und ein bleiches Gesicht. Transport und Pass. Trefft uns auf Grand Cayman und helft uns dort. Okay, Mission Bennett. Templerjagd 01, Mission 1, die Taino-Assassinen. Oder Taino? Weiß ich gerade gar nicht.
So, 8 Upgrades sind verfügbar. Okay, schön, schön. Dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt hin müssen dafür. Gucken wir wieder, machen wir das. Ach, direkt auf die Nachbarinsel. Ist ja cool. Zum Glück hatte ich die auch schon erkundet. Das ist ja ganz praktisch. So, hallo. Die Schiffe der Templer. Opia, wie geht es uns heute? Überrascht. Wir dachten nicht, dass ihr euer Wort haltet. Sagt uns, warum vermutet ihr euren magischen Schlüssel hier? Er besitzt eine große Anziehungskraft auf Templer, falls das wirklich ihre Schiffe sind. Wir wissen nicht, was die Templer hier wollen. Dieses Volk besteht nur aus einfachen Fischern. Vielleicht auch nicht ganz so einfach. Ich mische mich unter das Volk und sehe, was wir herausfinden. Okay, werde ich machen. Mal schauen, was wir so in Erfahrung bringen können. Okay, V drücken, um das Adlerauge zu aktivieren. Weißt du, genau deshalb nennt man mich ja auch den König der Fischer. Der dreht sich wahrscheinlich auch wieder alle paar Minuten um. Und der hält sich ganz normal, denkt, aber er wird verfolgt. Ich bin nicht neid. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Senorita Marquez rechter Hand Vargas unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus. Ich zeige dir den Zahlschein, wenn du willst. Senorita Marquez rechte Hand Vargas unterschrieb ihn. Sie benutzt sein Haus als eine Art Hauptquartier. Ich traf sie sogar dort, als ich den Fisch auslieferte. Siehst du, Erwin ist nun sozusagen ein Edelmann. Ha, ein adliger Fischer. Sicher doch. Okay, das Hauptbuch stehlen. Gut, werde ich machen. Komm schon. Jawohl. Nee. Doch, haben wir geschafft, ne? Wollte schon sagen. Ich dachte erst so, dass das nicht klappt. Aber okay. Warnung, Sperrgebiet. Okay. So, mal schauen. Dann auf nach vorne. Haben wir ein paar Infos erhalten. Achso, wir müssen gar nicht hier hin. Mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Doch, nach hier hinten. Okay, toll. Achso, na, ich bin auf meine Hauptmission zugesteuert, ich Idiot. Na, verdammt. Dabei ist ja diese... dabei, ja klar. Dabei ist das ja nicht die Hauptmission. Ja. Ach klar, wie ich einfach mal wieder stur dran an der vorbeigelaufen bin. Ich bin so ein Genie. So. Hi. Wart ihr erfolgreich? Ich hörte ständig einen Namen. Marquez. Eine Freundin? Ein Mann mit demselben Familiennamen hat unser Dorf zerstört. Wir haben uns gewehrt und ihr Anführer hat diesen Sieg nicht mehr erlebt. Glaubt ihr, die Frau ist mit ihm verwandt? Falls sie es ist, sind wir nicht sicher. Der Zahlschein, den wir stahlen, nennt die Adresse eines ihrer Männer. Vargas. Richtig. Ich weiß, wo das ist. Suchen wir den Köderburschen auf und fragen, was er weiß. Mir nach. Alles klar, dir nach. Ihr müsst versuchen zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Ich habe eine Ahnung. Nein, nicht euer Schlüssel. Einige sagen, die Taino wären Taino, genau. Doch wir lassen uns nicht ausrotten. Unser Kampf geht weiter. Also da geht's weiter. Nun gut, Schätzchen. Das Haus von Vargas. Schnell, versteckt euch und wir nutzen die Überraschung zu unserem Vorteil. Versteckt euch. Alles klar. Hola. Was ist euer Begehr? Ich wünsche eine Audienz bei Senorita Marquez. Hinterher. Na super. Die ist ja schnell weg. Der. Und wenn die sich bewegt, dann geht der Rock hinten immer so hoch. Ach ja. Welch schöne Wonne für das Auge, das zu sehen. Marquez,
Okay, gut. Dann fangen wir uns diesen Typen nochmal. Was kommt jetzt? Ach, okay. Na, super. Klasse. Das schreit ja gerade danach, dem hinterher zu fahren. Wenn wir das auch mal machen. Der entkommt uns nicht. Keine Sorge. Oh, scheiße. Diese blöden Fässer, die der hat. So, dann kommt mal her. Klar, das Schiff macht Kleinholz aus uns. Ich sehe es. Wir sind gar nicht besser als sie. Aber klar, die machen Kleinholz aus uns. Ach nein, wir haben wieder so einen scheiß Verfolger. Ey, nein. Verdammt. Jetzt, verdammt, jetzt können wir nicht drehen. Okay, gut. Wir können drehen, wenn wir kurz die Schnelligkeit verlangsamen. Hui. So. Geht doch. Mal gucken, wer stärker ist. So, dann entern wir das mal. Hi! So, dann kommt mal her. Gut, der macht erstmal einen Abgang. Ah ja, das war ja der Typ. Okay, damit haben wir ihn. Heraus damit, Mann. Wo ist Marquez? Warum ist sie hier? Sie ist schon auf dem Weg nach Huventut. Sucht sie dort, wenn ihr müsst. Ihr Heer wird euch eine Lehre erteilen. Juventud ist die Insel unserer Feinde. Wenn Lucia Marquez sich dort aufhält, ist es sicher, dass wir ihr Ziel sind. Wie viele Feinde habt ihr denn? Wird man gejagt, scheint es manchmal, als wäre jeder Fremde auch ein Feind. Auf Juventud herrscht seit dem Tod des ersten Marquez ein Waffenstillstand. Man sieht dann Slip. Doch die Frau könnte den Streit neu entfachen, wenn sie genug dafür bezahlt. Ah, das wäre schlecht. Ich nehme dieses Schiff. Trefft mich dort, wenn ihr den Schlüssel wollt. Okay, Mission beendet. Mission 3, die rechte Hand. Auch geschafft. Okay, super. Na toll. Hauptsache, jetzt greift jetzt auch dieses Schiff an. Halt einen Piratenjäger. Jojo. So, das war ein Fehler von denen. Sind bereit, Sir. Das war ein großer Fehler von denen. So, mal schauen, was die dabei haben. Metall und Rum. Ja, Metall können wir immer gebrauchen. Ich würde sagen, wir entern die auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So. Dann begeben wir uns zur nächsten Hauptmission. Das Schiff nehmen wir aber nicht in unsere Flotte auf, sondern ich mache das, dass wir unseren Bekanntheitsgrad verringern. So, mal schauen. Gut, damit haben wir 5 von 10. Tja, den auch noch. Gut, und jetzt muss ich rüber. So. Guten Tag. So, der auch noch. Komm her. Und der noch. Tja, damit haben wir's. Meine Güte, das soll ein Piratenjäger sein. Sind das aber lausige Piratenjäger. Gut, was machen wir denn mit denen? Metallrum haben wir alles. Super. Bekanntheitsgrad verringern. Ich könnte gute Männer brauchen. Okay, wenn wir den Bekanntheitsgrad verringern, nehmen wir die also in unsere Crew auf. Wenn wir die in die Flotte aufnehmen, ist ja ganz klar, dann nehmen wir sozusagen nur das, also die Crew an sich.
Ich weiß nicht, ob wir die dann töten oder ob man die dann einfach nur irgendwo aussetzt und dann übernimmt halt einer von unseren Leuten dieses Schiff. Da sieht man ja mal, wie man den dann so einen Kapitänshut aufsetzt. Und wenn wir sagen, Schiff reparieren, dann nehmen wir, glaube ich, das Material davon zum Reparieren. Jetzt muss ich gerade gucken. Ach, da müssen wir auch in nach Kingston müssen wir, ja. Genau, jetzt wollte ich kurz schauen, wo diese Templer-Mission ist. Und die befindet sich natürlich dort, wo wir noch nichts erkundet haben. Scheiße. Das heißt, wir können von hier aus eigentlich... Alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken. Ja, dahin segeln. Was? Wir haben alles, um das Schiff zu verstärken, meint er gerade. Ich glaube nicht, dass wir genug Holz haben. Und genug Geld auch nicht. Weil um den Rumpf zu erweitern, also um halt, ja, sage ich mal, die Panzerung zu verstärken, benötigen wir, ich glaube, 15.000 Real und wir haben gerade nur 8.000. Aber egal, wir haben auf jeden Fall unseren Bekanntheitsgrad wieder verringert, jetzt nervt uns niemand. Und jetzt geht's auf zur nächsten Insel. Oh, cool. Mir wurde gerade schon wieder geholfen. Pur Shat Pak hat deiner Flotte geholfen. Das freut mich natürlich. Danke an dich, falls du irgendwie meine Let's Plays schauen solltest oder so. Weiß ich ja nicht. Dann vielen Dank. Wie gesagt, ihr könnt mich natürlich gerne in Uplay adden. Cage 2010 heiße ich da. Sollte ich vielleicht mal in die Assassin's Creed Parts runterpacken. Ja, findet ihr in der Beschreibung einfach, wie ich da heiße. Und da könnt ihr mich dann einfach adden. Gerne, kann man auch mal die Multiplayer gemeinsam spielen. Hatte ich auch in dem Night Sock schon gesagt. Das ist also gar kein Problem, dass wir da mal ein Ründchen genüsslich, also genüsslich ein Ründchen spielen. So, mal schauen, was das hier für eine Insel ist. Die haben wir noch gar nicht erkundet. Aber das konnte ich natürlich nicht wissen, dass man jetzt, dass diese Templer-Mission in so verschiedene Abschnitte geteilt ist. Hui, was ist, steht denn da vor Anker? Eine Fregatte. Na toll. Ja, scheint allein zu sein. Ich muss trotzdem nur nach hier. So, wir halten einfach mal an. Hier ist nicht die beste Option, aber hier ist es ziemlich eng. Und wenn ich jetzt hier viel, sag ich mal, mich bewege, dann ramme ich nur alles. Ich habe mich wieder viel zu früh in Deckung begeben. Was hat ihr eigentlich gelagert? Holz. Oh ja, das brauchen wir unbedingt. Super. Ah, das ist wieder so eine Maya-Ruine hier hinten. Okay. Auf jeden Fall entern wir das Schiff. Das benötigt, das hat Holz, was wir brauchen. So, gut. Damit entern wir mal das Schiff. Dass wir schon ein paar Leute erledigt bekommen. Okay, super. So, guten Tag, die Herren. So, der macht erstmal einen Tauchabgang. Was unterbricht der Wichser mich? Geht doch. So. Muss ich ja nach hier oben. Für die Flagge. Wünsche guten Flug. Wünsche gute Kopfschmerzen. Vielleicht sollte meiner Crew helfen, aber die schaffen das gerade auch sicherlich schon ohne mich. Dafür brauchen die mich nicht. Ja, Edward, du kannst doch gerne hier hochklettern. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Gut. Edward, kannst du nicht mal höher? Wieso geht denn das jetzt nicht? Kletter doch einfach mal höher.
Geht doch, endlich. So, und damit machen wir die Flagge mal ab. Die ist eh nur überflüssig. So. Muss ich nur einen finden, den ich ausschalten kann. Gibt's da unten keinen? Ah ne, wir gehen einfach so ganz stylisch runter. So, hi. Okay, da hat gerade einen erledigt, super. Ich würde sagen, damit reparieren wir die Jackdaw. Holz auf jeden Fall bekommen, das ist super. Jackdaw reparieren, super. Das machen wir. Und ich glaube, jetzt fehlt uns auch gar nicht mehr so viel Holz, bis wir das aufwerten können. Okay, dann auf zur Insel. Okay, das Schiff sucht mich nur noch. Ich will jetzt eigentlich gegen das ungerne kämpfen. Ich will einfach nur noch hier zu dieser Maya-Insel. Man kann hier gar nicht vor Anker gehen. Pinos Eile. Eisle. Isle. Gott. Okay. Templerjagd. Okay. Schauen wir doch mal. Da steht die Gute auch schon. Wir waren ein ganzes Leben nicht mehr hier. Dieser Dschungel ist immer noch voller Ranken und Ränke. Marquess wird das zu ihrem Vorteil nutzen. Doch wir wissen, dass sie hier ist. Sie erwartet uns nicht. Wir müssen sie finden, herauslocken und ihr ein Ende bereiten. Mal sehen, wohin dieser Kerl geht. Na toll, schon wieder so eine Verfolgung. Sowas liebe ich ja. Jetzt bin ich aber echt gespannt, wo der hingeht. Ha, ich würde so gern pfeifen oder den erledigen. Ich finde das ziemlich witzig. Ich will mir die Mission eigentlich nicht versieben. Haha, du siehst uns. Klar. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein, dass mal etwas funktioniert? Natürlich. Sieh mich einfach. Du guckst geradeaus nach unten, aber siehst mich. Ja, klar. Natürlich. Es hätte ja mal was klappen können, was ich mache. Das wäre ja echt zu viel verlangt gewesen, glaube ich. Geht ja nicht, mir was zu gönnen. Aber okay, es war irgendwo auch mein eigenes Verschulden. Das lasse ich den erstmal ein gutes Stück weitergehen. Ich klettere einfach nicht auf die Bäume. Jetzt dreht er sich ja um. So, Kollege, geh weiter. Das ist ja mit so einem Zickzackmuster, in dem man läuft. Boah, ich sag grad schon, der dreht sich um.
jetzt dreht er sich wieder um. Ich meine, irgendwo wirkt es natürlich realistisch, weil ich würde die drehen sich immer um, nicht weil sie ja irgendwie wissen, okay, es gibt anscheinend einen, der mich verfolgt, sondern eher, weil man es spürt, wenn, oder man so ein Gefühl hat, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde gerade verfolgt. Also es ist weniger so nach dem Motto, hey, hör mal, ich habe gesehen, dass hier Fremde auf der Insel sind, pass auf, ob dich jemand verfolgt, sondern eher so nach dem Motto, du gehst irgendwo entlang und hast du so dieses Gefühl im Rücken, scheiße, Mann, hier ist irgendwo einer, der mir irgendwie hinterher spioniert oder sonst was. Ich glaube, das ist es eher. Okay, da hat er sich wahrscheinlich wieder umgedreht von wegen. Ich gehe jetzt in den Eingang hier rein. Bitte sieht mich keiner. Okay, die Wachen eliminieren. Ich weiß, du bist hier, Lucia Marquez. Ich spüre es. Sie hat sich verkrochen. Tun wir etwas, was sie nicht ignorieren kann. Er hat eine Idee. Eliminiert diese Männer. Das hat gesessen. Und der merkt es hinten gar nicht erst. Läuft bei dem. Und der auch nicht. Da hinten sterben in Explosionen meine Männer. Juckt mich nicht. sehe ich gerade. Menschliches Schild, schnell. Ach scheiße, wieso greife ich den dann an? Aber Alter, du blöder Wichser. Das ist echt nervig. So, komm mal her, Kollege. So, das war's mit dir. Hi, Schätzchen. Lucia Marquez, wenn ihr hinter uns her seid, kommt raus und kämpft wie eine ehrenhafte Frau. Los, holt sie euch. Wir sorgen hier weiter für Ablenkung. Ja klar. Wir sorgen weiter für Ablenkung. Das war's mit dir. Nein. Ich darf nicht durch die Hand einer Taino sterben. Mein Vater erkannte das Potenzial dieser Inseln. Gold. Industrie. Freiheit. Es wird alles vergeudet. Ihr wisst nicht, wie ihr es nutzen könnt. Er hätte euch Reichtum gebracht. Ihr glaubt, wir vergeuden Freiheit, indem wir frei leben? Ihr sterbt als Gefangene eures Templerwahns. Streiten wir nicht mit einer Toten. Das versöhnt mich. Okay, gut. Mission beendet. Tempeljagd 1, Mission 4. Super.